Los geht's in Oberstdorf am Busbahnhof. In Richtung Fellhorn. Und da kommt auch schon unser Bus. Los geht's! So. Bei schönem Wetter kann jeder aufs Fellhorn. Deswegen sind wir heute bei bewölktem Wetter auf dem Weg zum Fellhorn und im Anschluss rüber zur Kanzelwand. Das Fellhorn. Ja, direkt hinter dem Gipfel geht's kräftig bergab. Da komme ich mit meinen Schuhen nicht runter. Aber ich denke mir bei schönem Wetter eine richtig geile Aussicht hier oben. Was heißt, nee, ich denke es mir nicht, ich weiß es. Ich war schon mehrmals hier oben. Allerdings vor meiner Zeit als YouTuber. Ja. Da. Holla. Ja, schwindelfrei sollte man sein. Von der Fellhorn Gipfelstation folgen wir der Ausschilderung in Richtung Kanzelwandbahn. Ganz toll hier oben, es ist nicht in Kilometer angegeben, sondern in Zeit. Halbe Stunde, Stunde, Viertelstunde. Man kann es einfach besser abschätzen, wie lange das man braucht. So, weiterhin sind wir am Abstieg vom Fellhorn in Richtung Kanzelwand. Rastmöglichkeiten gibt es auch immer wieder. Also man kommt hier auf keinen Fall auch pausenmäßig zu kurz. Ja, ab und an verzweigen sich die Wege hier oben. Aber was einfach toll ist, hier im Allgäu, es ist alles beschildert. Kanzelwandbahn, was heute unser Ziel ist, noch eine halbe Stunde. Alle Wanderwege hier oben sind super angelegt, ausgebaut. Generell gilt, bleibt einfach auf den Wegen. Denn man hat hier oben wirklich sehr, sehr viel zu tun, damit zu tun, die Natur zu halten. Ne? Und sehr oft ist das Problem, dass Leute abseits der Wege laufen und dementsprechend die Vegetation auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Ab jetzt geht's aufwärts. Huhu, das heißt Backen aufblasen und durchhalten. Ja, was ich gerade schon erwähnt habe, hier steht es nochmal. Bei einem Aufstieg oder zu Beginn des Aufstiegs zur Kanzelwand hat sich der Nebel ein bisschen gelichtet. Kleines bisschen, aber hält nicht lange an. Da drüben geht die Fellhornbahn nach oben. Hier oben ist irgendwo die Gipfelstation. Und den ganzen Weg hier runter kamen wir jetzt an. Da unten rum und dann hier hoch. Wahnsinnsaussicht. Nicole, schau mal. Ja. Ist der Hammer mit den Wolken da drüber. Ja. Aber ich hole noch mal ein
So, abwärts geht's mit der Kanzelwandbahn nach Riedland. Tour ist zu Ende. Mit dem Bus geht es jetzt zurück nach Oberstdorf. Ich hoffe, euch hat es gefallen und freue mich schon bis zum nächsten Video. Ciao!